Du suchst nach dem besten Harem-Anime? Ja, dann bist du hier genau richtig, denn ich stelle dir mehr als 10 vor. Mit dabei sind einige bekannte Titel, die jeder Harem-Fan gesehen haben muss. Aber auch ein paar Geheimtipps gehen wir durch. Wie immer gilt, wenn ich mehr zu Harem-Anime machen soll, dann schau das Video bis zum Schluss, dann weiß ich, dass es dir gefällt und ich mache mehr davon. So einfach ist es. So, legen wir gleich los mit dem besten Harem-Anime aller Zeiten, und zwar Conception, wo es darum geht, dass unser Protagonist mit ganz vielen Mädels Kinder zeugen muss, und diese Kinder dann mit ihm in einen Dungeon gehen und gegen Monster kämpfen. Ja, das ist wirklich die Story dieses Animes. Aber nun, der Anime ist wirklich nicht gut. Lasst es, gibt es aber bei Crunchyroll. Wer unbedingt sich jetzt denkt, aus Forschungsgründen muss ich da jetzt mal für die Wissenschaft reinschauen, der kann das sicherlich auf Crunchyroll machen. Ich würde ihn dir aber wirklich nicht empfehlen, weil, nee, lasst es lieber. Kommen wir aber nun wieder zu einer richtigen Empfehlung. Und zwar, Sae Kano, How to Raise a Boring Girlfriend. Hat zwar einen etwas komischen Titel, wo man sich so denkt, als ob unser Protagonist irgendwie jetzt ein Kind aufzieht, was dann seine Freundin wird. Oh mein Gott, das wäre eine ganz schön crazy Prämisse, was ich Japan schon fast zutrauen würde. Aber nein, es geht darum, dass der gute Tomoya Aki, der will ein Visual Novel machen. Und ein Visual Novel, um das vielleicht mal kurz zu erklären, das ist theoretisch ein Videospiel, nur mit ganz viel Text. Also da ist immer ganz viel Text, wird gelabert und dann gibt es hier und da mal Bilder. Manchmal gibt es auch Rätsel, so Danganronpa-Style, da kann man sich dann fragen, ist das noch ein Visual Novel? Aber ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen, einfach die ganze Zeit Gelaber. Und dafür braucht man natürlich jemanden, der sich das ganze Szenario ausdenkt. Dann braucht man jemanden, der das dann halt schreibt, die ganzen Texte. Dann nimmt man sich halt die Autorin Utaha dazu. Dann jemand, der für die Bilder zuständig ist, Eriri. Und dann in gewisser Weise die Inspiration, die Muse von ihm ist Megumi Kato. Die soll in gewisser Weise die Heldin sein, also die dann unser Protagonist datet. Und ja, sie ist halt sehr, sehr gefühlslos zumindest von ihren Gesichtsausdrücken. Und ja, das ist dann natürlich so ein bisschen schwierig, gerade in so einem Spiel. Und das wollen sie vielleicht so ein bisschen verändern, aber irgendwie kriegen sie das bei ihr nicht hin. Also wer halt auf so gefühlslose Mädels Bock hat, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Und natürlich auch die gute Michiro, die ist für die Musik zuständig. Und ja, dadurch entsteht dann halt jetzt eine ganz besondere Harem-Geschichte. Ich liebe halt das Charakterdesign, das finde ich halt echt gut. Also wer jetzt auch die eingeblendeten Bilder cool findet und sich denkt, oh, die sehen ja ganz nett aus, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Das Besondere ist auch gleich, wo wir gerade von, die sehen ganz nett aus, reden. Die Serie beginnt gleich mit einer Onsen-Episode. Also die Mädels stehen, steigen gleich ins Bad. Theoretisch kannst du die Folge auch am Ende schauen, also musst du in gewisser Weise selber für dich entscheiden, aber die Serie ist wirklich damit gestartet. Von dem Ablauf her müsste es eigentlich die letzte Folge der Staffel sein, aber du kannst auch damit einfach anfangen. Das große Problem der Serie ist jedoch, Staffel 1 gibt es bei Crunchyroll, Staffel 2 bei Prime. Also du brauchst halt beide Anbieter, was halt schon so ein bisschen nervig ist, aber ja, sollte man trotzdem mal reinschauen. Sae Kano, How to Raise a Boring Girlfriend. Machen wir weiter mit einer deutlich ernsthafteren Serie, und zwar The Fruit of Grisaya. Und da geht es darum, dass John Wick kommt an eine ganz besondere Schule. Ja, er ist wirklich, also gefühlt ist er wirklich John Wick. Agent I-9-029. Also wirklich ein ganz besonderer Schüler. Kommt jetzt an eine Schule für ganz besondere Leute, für ganz besondere Mädels. Und diese haben eigentlich alle ihre düstere Hintergrundgeschichte. Und natürlich trifft er die halt, beziehungsweise lernt dann sie näher kennen und erfährt dann auch ihre düstere Hintergrundgeschichte. Und mit düster meine ich auch wirklich düster. Also es ist jetzt nicht hier Clannad-Style oder sowas. Oh, ist ein bisschen traurig und dann weint man und dann ist wieder alles in Ordnung. Nee, die Storys sind halt wirklich ganz schön düster. Wer halt darauf Bock hat und sich denkt, yo, das will ich mir geben, der sollte da mal reinschauen. Wer nicht, der sollte da wirklich einen großen Abstand von nehmen, weil das ist wirklich keine süße Harem-Story oder sowas, die man mal so nebenbei schaut. Gibt es bei Crunchyroll, sollte man sich anschauen. Deutlich süßer ist dagegen To Love Ru, und To Love Ru ist schon fast ein Klassiker, deswegen muss man ihn auf jeden Fall in so einer Harem-Liste mal empfehlen. Es geht darum, dass der gute Rito, der ist in der Badewanne und eines Tages kommt dann halt die gute Lala mit rein. Die steht einfach mal auf und dann steht sie in der Badewanne. Die flüchtet nämlich vor ihrem Vater. Sie ist nämlich ein Alien und der will sie zwangsverheiraten. Und darauf hat sie gar keinen Bock, deswegen flüchtet sie auf die Erde. Und nach einem gewissen Hin und Her lässt halt der Vater sich darauf ein, dass sie halt nicht den Typen heiraten muss, den er für sie ausgewählt hat. Aber nur unter einer Bedingung, und zwar der gute Rito, der muss halt der beste Mann aller Zeiten werden. Dann lässt er es halt zu, der Vater. Das Problem ist nur, der ist wiederum in die gute Haruna verliebt. Und ja, dadurch entsteht natürlich ein ganz besonderes Liebesdreieck. Sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Ist eine fantastische Harem-Echi-Serie. Gibt es bei Prime. Ist wirklich super lustig. Schön explizit auch. Also wer darauf Wert legt, sollte da reinschauen. Das Charakterdesign ist auch fantastisch. Machen wir weiter mit Oresuki.
Und das ist eine, schon fast eine Harem-Comedy-Parodieserie. Also die nimmt sich nicht unbedingt ernst. Die erinnert schon sehr an Konosuba. Wer halt also solche Parodieserien mag, die das Genre so ein bisschen hops nehmen, der sollte da sicherlich mal reinschauen bei Orisuki. Worum geht es? Es geht darum, um unseren unglücklichen Protagonisten. Der denkt nämlich regelmäßig, dass er halt jetzt bald die Liebe gestanden bekommt von einem der Mädels, und zwar von der guten Aoi zum Beispiel oder von der guten Sakura. Das Problem ist nur, die sagen zwar, oh, ich habe was Wichtiges mit dir zu besprechen. Das Wichtige ist aber nur, dass sie halt in seinen Freund verliebt sind und sie halt ihn jetzt benutzen wollen, um halt an ihn ranzukommen. Und unser Protagonist ist natürlich zerstört, am Boden zerstört, hält das gar nicht aus, aber trifft dann auf diese nette Dame aus der Bibliothek. Und die könnte vielleicht wirklich in ihn verschossen sein oder vielleicht nicht. Vielleicht kommt am Ende auch raus, dass sie ihn nur ausnutzen will, um halt den Typen hier zu daten, seinen Freund. Das müsste halt in gewisser Weise selber herausfinden. Aber ja, ist auf jeden Fall eine lustige Serie, sollte man sich auf jeden Fall geben. Gibt es aktuell nur bei Wakanim leider. Hoffentlich gibt es den auch bald bei Crunchyroll. Machen wir weiter mit Tsugumomo. Und der ist deutlich actionreicher. Wer also darauf Wert legt, sollte da mal reinschauen. Worum geht es? Es geht um den guten Kazuya, und der hat einen besonderen Schal von seiner Mutter geerbt und natürlich passt er auf den sehr auf. Aber eines Tages wird er von einem Perückenmonster angegriffen auf dem Dach seiner Schule, stürzt dann runter und wird dann in letzter Sekunde von Kiriha gerettet. Und die rettet ihn halt nur, weil die beiden jetzt einen Pakt aufbauen, dass er halt jetzt ihr Diener sein soll. Und das Besondere ist, sie ist halt dieser Schal. Also sie ist halt ein Tsukumogami, so ein Geisterwesen, was halt damals ein Gegenstand war und sich halt dann jetzt in so eine Person verwandelt hat. Und ja, die kämpfen dann jetzt regelmäßig gegen so weirde Geister oder müssen dann auch immer wieder dann die gute Chisato abwehren, denn die ist seine Kindheitsfreundin und natürlich ist sie so ein bisschen eifersüchtig. Und ja, ist auf jeden Fall eine Harem-Action-Serie, die man sich anschauen kann. Sollte man sich auf jeden Fall geben. Gibt es komplett bei Crunchyroll. Machen wir weiter mit der Hand Prince and the Stony Cat. Das ist eine relativ neue Serie. Zumindest ist sie relativ neu bei uns rausgekommen. Glaube ich schon 10 Jahre alt oder sowas. Aber das Charakterdesign ist auf jeden Fall super. Die Animationen sind auch gut. Also das fällt gar nicht auf, dass der irgendwie schon ein bisschen älter ist. Deswegen will ich ihn dir unbedingt vorstellen, weil die meisten ihn, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Also, worum geht es? Es geht um den guten Yoto Yokodera, der den besten Namen aller Zeiten hat. Er hat immer zweideutige Gedanken und wenn er die äußert, denkt man ja, okay, jetzt kriegt er irgendwie einen auf der Fresse. Aber so ist es nicht. So ist es nicht, denn die denken alle, er wäre irgendwie unschuldig SF. Ist er aber nicht. Und deswegen will er das so ein bisschen ändern, dass die Leute ihn so wahrnehmen, wie er halt wirklich ist. Und die gute Tsukiko, die hat genau das gegenteilige Problem. Und zwar, bei ihr sieht man halt alles im Gesicht. Also alle Gefühlsregungen sieht man bei ihrem Gesicht und das will sie halt verhindern. Und die beiden treffen sich halt vor einer besonderen Katze und die erfüllt halt ihr diesen Wunsch. Sie tauschen in gewisser Weise ihr Problem. So ein bisschen kann man sich das vorstellen. Und ja, natürlich bauen die dadurch eine besondere Beziehung zueinander auf. Man kann es sich schon denken. Aber ja, schaut euch die Serie auf jeden Fall mal an. Aktuell kann man sie nicht streamen, was natürlich so ein bisschen doof ist. Aber ich gehe stark davon aus, dass der irgendwann bei Anibus läuft. Aber aktuell muss man die Serie sich kaufen auf DVD und Blu-ray. Deutlich actionreicher wird es noch wieder in Phantom World. Und ja, Phantom World kommt von Kyoto Animation, einem der besten Studios aller Zeiten. Und man denkt sich so, hä? Ich habe von der Serie noch nie was gehört und die kommt von Kyoto Animation? Ja, also das Studio hat zum Beispiel Sound Euphonium gemacht, Miss Kobayashi's Dragon Maid haben die gemacht, Violet Evergarden, Free und so weiter und so fort. Also ganz schön viele gute Anime, also können auf jeden Fall mit ihren unglaublichen Animationen überzeugen. Aber weil die meisten ihn wahrscheinlich nicht kennen, erkläre ich kurz mal, worum es geht. Geht nämlich darum, der spielt in der Zukunft, wo es halt jetzt böse Monster gibt, Phantoms, die immer wieder auftauchen und unsere Protagonisten müssen die einfach besiegen. Relativ simpel, relativ easy und natürlich führt das auch immer wieder zu, man kann es sich denken, deswegen ist er auf dieser Liste, zu etwas freizügigen Szenen, zu etwas lustigen Szenen, zu komischen Sachen, die man machen muss, um diese Monster zu besiegen. Und ja, schaut euch diese Serie auf jeden Fall an. Das große Problem ist, und deswegen habt ihr wahrscheinlich von der Serie noch nichts gehört, die muss man sich aktuell auf Amazon Prime kaufen für 33 Euro. Digital halt nur, was schon ganz schön heftig ist. Aber ja, kauft euch Flamme die erste Folge und schaut dann rein, ob euch das interessiert. Es ist echt schade. Ich hoffe, dass man die irgendwann mal regulär streamen kann. Die hat auch keine deutsche Synchro, also soweit ich das sehen kann, nur deutsche Untertitel. Ja, ist halt meiner Meinung nach viel zu teuer, aber ich wollte die Serie euch auf jeden Fall trotzdem empfehlen, weil ich finde es einfach extrem schade, wenn die halt komplett
komplett untergeht und niemand darüber mehr redet. Und wo wir gerade von einer Serie reden, die leider komplett untergegangen ist, Mother of the Goddess Dormitory. Denn dieser Anime lief im Simulcast bei Aniverse. Das Coole war aber, und dafür habe ich auch Aniverse gelobt, der lief unzensiert bei dem Anbieter, was natürlich fantastisch ist. Aber ja, erstmal gesagt, worum geht es? Es geht um den Armen. Und den armen Koshi, der wird erstmal mit 12 aus dem Haus rausgeschmissen, der Vater verstößt ihn und jetzt ist er halt nicht nur arbeitslos logischerweise, sondern halt auch obdachlos und ja, ist jetzt komplett am Ende, trifft dann auf die gute Mineru, die hat sozusagen, nimmt sich ein Herz und nimmt ihn jetzt in das Mädchenwohnheim auf, da soll er halt jetzt arbeiten, als Hausmann und das führt natürlich immer wieder zu lustigen Szenen, man kann es sich schon denken, der Anime beginnt auch gleich mit einer edgy Szene, also da geht's schon gleich... Sache, ich mag auch solche Serien, die sich gar kein Blatt vor den Mund nehmen, die fangen gleich damit an. Da wird gar nicht rumdiskutiert, da versucht man gar nicht andere Leute für die Serie zu begeistern, sondern einfach, entweder hast du Bock auf Edgy oder nicht, sonst kannst du die Serie sofort bei der ersten Sekunde ausmachen. Also ja, da lohnt sich auch wirklich die unzensierte Variante, deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein, Mother of the Goddess Dormitory sollte man sich gönnen. Gibt es wie gesagt bei Aniverse. Deutlich actionreicher wird es dann wieder in Kämpfer, man kann es sich schon denken bei dem Titel. Es geht nämlich darum, dass unser Protagonist, hier der gute Natsuru Senno, der macht eines Tages auf und ist eine Frau. Er hat sich in eine Frau verwandelt und dann erklärt ihm halt ein komisches Plüschtier, dass er jetzt ein Kämpfer ist. Und das Problem ist nämlich bei diesen Kämpfern, die müssen kämpfen. Aber sie haben halt nicht genug Frauen, denn normalerweise sind die Kämpfer immer nur Frauen und deswegen verwandeln sie jetzt auch Jungs in Frauen, damit sie halt kämpfen können als Kämpfer. Der Punkt ist, dieser Titel funktioniert, glaube ich, im Japanischen deutlich besser. Die wissen vielleicht gar nicht, dass das halt Kämpfer heißt. Oder die sprechen das dann ein bisschen anders aus. Im Deutschen wirkt das so ein bisschen komisch, wenn man halt die ganze Zeit von Kämpfen redet. Und der Titel heißt halt Kämpfer. Aber nun, so ist es halt. Und er will natürlich jetzt verhindern, dass seine Schule bzw. seine Schulklasse herausfindet, dass er halt besondere Fähigkeiten hat, dass er halt ein Kämpfer ist. Das Problem ist nur, an dieser Schule sind ganz viele Kämpfer und jedes Mal verwandelt er sich halt in ein Mädchen und muss dann halt gegen diese Mädels kämpfen. Und das Besondere ist, er verwandelt sich zwar in ein Mädel, aber die anderen Mädels verwandeln so ein bisschen ihre Persönlichkeit oder ändern ihre Persönlichkeit so ein bisschen oder ihr Aussehen zumindest. Und das ist immer ganz nett, dann ihre normale Persönlichkeit und dann ihre Kämpferversion zu sehen. Das ist eigentlich ganz nett. Kann man sich auf jeden Fall geben. Das große Problem ist, man kann ihn aktuell nicht streamen. Du musst ihn dir kaufen. Dafür hat er dann aber auch eine deutsche Synchro. Es gibt aber auch den Manga bei uns. Also wenn du eher ein Manga-Leser bist, kannst du auch da mal reinschauen. Machen wir dann weiter mit Freezing. Und das ist eine relativ neue Serie. Nicht, dass sie vor kurzem erst in Japan rausgekommen ist, sondern dass sie erst vor kurzem jetzt bei uns erscheinen wird. Ist auch noch in der Zukunft. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, ist es vielleicht schon rausgekommen. Aber ja, ist eine fantastische Serie. Sollte man sich auf jeden Fall gönnen, ist eine Action-Harem und ordentlich edgy Szene. Worum geht es? Geht darum, dass die Menschheit natürlich mal wieder von Aliens angegriffen wird, wir kennen es, und jetzt Mädels gegen diese Aliens kämpfen müssen. Und eigentlich normalerweise ist das eine Teamarbeit, aber die gute Satellizer, die macht das immer im Alleingang, bis dann halt sie auf Kazuya trifft. Und Kazuya ist halt, der kommt halt an diese Schule, wo halt auch seine Schwester zur Schule gegangen ist. Leider schon gestorben und er will jetzt in gewisser Weise herausfinden, was hat es mit seiner Schwester auf sich, wie ist sie halt draufgegangen und trifft dann halt auf die gute Satellizer und die beiden schließen sich logischerweise zusammen. Und die Frage ist halt, kann sie ihr Egoismus, ihre Nichtbereitschaft im Team zu arbeiten überwinden oder eben nicht? Das ist halt so die große Frage dieser Serie, aber ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Was ich auch mag, dass die Charaktere so ein bisschen älter aussehen, also die sehen nicht aus wie 14, 15 oder sowas, sondern die sind auch ein bisschen älter, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Also schaut in diese Serie unbedingt mal rein, wenn sie dann verfügbar ist. So, und kommen wir dann zu guter Letzt noch zu How Not to Summon a Demon Lord, eine Isekai-Harem-Edgy-Serie, die ich dir auch kurz vorstellen will. Wenn du Bock auf mehr Isekai-Anime hast, werde da auch am Ende dann noch eine Top-Liste dazu empfehlen. Also klick da unbedingt dann mal rein. Aber ja, kurz mal gesagt, worum geht es? Es geht um den guten Diablo. Der wird in eine andere Welt beschworen, ist halt ein Gamer, wird dann in ein Videospiel beschworen von der guten Shira und der guten Rem. Das Problem ist nur, dass der gute Diablo ein speziellen Ring trägt und mit diesem Ring kann er halt jeden Zauber reflektieren und deswegen sind die Mädels jetzt versklavt und nicht unbedingt er. Und natürlich ist er ein netter Kerl und er versucht jetzt halt diese Versklavung wieder aufzuheben, aber ob sie das schaffen werden, das ist halt die große Frage. Ist eine fantastische Serie, sieht auch richtig cool aus, hat einen richtig schönen starken Protagonisten. Wer darauf Bock hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt's bei Crunchyroll die Serie, kann man da streamen. Wie gesagt, wenn du Bock auf mehr Isekai-Anime hast, klicke jetzt auf das Video, was ich hier, glaube ich, irgendwo einblende. Schau da auf jeden Fall mal rein, da kriegst du noch mehr Isekai-Anime empfohlen. Für noch mehr gute Harem-Anime, klicke auf das Video oben rechts. Und wenn du wissen willst, wer mein Liebling, also mein Lieblingsgirl,
Girl aus jedem Harem-Anime ist, dann klicke auf das Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Welchen Harem-Anime wirst du dir anschauen? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drück auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!